Die SPÖ Voitsberg lud vor kurzem wieder zum Sommer-Familienspielefest. Und zwar in den schönen Schlosspark Greiseneck. Bei diesem schönen Wetter war der Schlosspark voll von unterschiedlichsten unterhaltsamen Spielestationen, bei denen die Kinder Schlange standen und sichtlich Spaß und Freude hatten. Ein weiteres Highlight an diesem Tag war definitiv der Bummelzug, auf den viele Kinder aufgesprungen sind, um eine Runde mitzufahren. Auch für das leibliche Wohl der Gäste wurde natürlich bestens gesorgt. Ja, die Organisation ist natürlich sehr weitläufig. Wir haben versucht, ein bisschen ganz unkonventionelle Spiele für die Kinder herzubringen. Also wir haben keinen Lunapark gemacht, sondern wir machen eine Nagelstation, wir haben ein Blochschneiden, wir haben Gokartrennen. Also wir haben wirklich Dinge aus alter Zeit, die Kinder auch gar nicht mehr kennen in der heutigen Zeit. Und wir versuchen einfach, die Kinder zu begeistern mit alten Dingen. Ich sag's einmal so. Egal ob beim Bogenschießen, beim Holzsägen, in der Hüpfburg, an der Kletterwand oder beim Bearbeiten von Holz. An den abwechslungsreichen Spielestationen waren viele begeisterte Kinder zu beobachten. Mitten im Schlosspark stand auch eine Bühne, auf der man zwischendurch immer wieder tolle Tänze von den talentierten Kindern zu sehen bekam. Also ich finde das enorm wichtig und dieses Spielefest in Voitsberg ist immer ein Highlight im Bezirk. Die Kinder brauchen Beschäftigung, speziell in den Ferien, und Voitsberg bietet das, es ist perfekt. Und was wird denn von der SPÖ Voitsberg noch so angeboten für Kinder und Jugendliche? Also von der SPÖ Voitsberg wird sehr viel angeboten. Da gibt es diese Ferienaktion, da gibt es alle möglichen Dinge und die Kinder nehmen das auch sehr gerne an. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und diese Einrichtung der Spielefeste der SPÖ gibt es ja schon jahrelang, und wir sehen immer, wenn das Wetter passt und so, sind sie gut besucht, und es ist auch ein tolles Rahmenprogramm für den Sommer, und dass man die Jugend die Möglichkeit gibt, und dann mit ein bisschen zu spielen und so, ist immer eine tolle Sache. Also in der SPÖ kommen die Kinder und vor allem die Jugendlichen auch nicht zu kurz? Die kommen sicherlich nicht zu kurz, also es gibt von Veranstaltungen für Kleinkinder bis zu Jugendtheater, alles wird angeboten und es wird auch gerne angenommen. Wir finden das toll und sehr positiv. Das ist ein Highlight eigentlich jedes Jahr. Wir haben ja ein großartiges Kinder- und Jugendprogramm in der Stadtgemeinde. Heute ist die SPÖ Voitsberg dran und bietet wieder den Kindern ein umfangreiches Programm. Also wir haben ja mindestens 50 Veranstaltungen im Sommer. Und da sind immer zwischen 10 und 20 Kinder dabei mindestens, und bei größeren Veranstaltungen halt mehr. Und ich muss mich wirklich bei den Firmen und Institutionen und Vereinen bedanken, die das eigentlich veranstalten und uns damit helfen. Und auch den Kindern logischerweise, von der Apotheke bis hin zu seinem Spielefest. Das Spielefest der SPÖ Voitsberg war einmal mehr ein voller Erfolg. Und die Kinder dürfen sich bereits jetzt auf eine Wiederholung im nächsten Jahr freuen.